So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Guten Abend und ja, ich freue mich, dass ihr alle zu unserer Webinarreihe, wöchentliche Webinarreihe Training für Berufstätige und Vielbeschäftigte eingeschaltet habt. Schon mal reingeschaut. Es sind wieder viele Teilnehmer heute an Bord. Gebt doch mal ganz kurz ein Zeichen, ob der Ton passt. Das Intro ist zu laut, lese ich gerade. Wenn wir mal gucken, ob wir das in Zukunft ein bisschen runterstellen können. Oder ihr vielleicht oder du vielleicht den Ton selbst nochmal runterregulierst. Der Ton passt. Ich hoffe, ich bin richtig zu hören von der Lautstärke, aber sieht ganz okay aus. Ja, wo fange ich an? Ja, mein Name ist Markus Landau und ich bin hier bei der DZ Bank Derivatexperte und übernehme die Moderation. Heute bei uns zu Gast, ja, die Trading-Gruppe 2.0. Mit dem Stefan Feuerstein, Ingmar Königshofen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend bei uns zu Gast seid. Und wir haben ja wieder einen wilden Handelstag hinter uns. Und ja, das Thema aktuell wirklich Inflation, Inflation und noch mehr Inflation. Und ja, das Angstgespenst ja, dominiert die Finanzmärkte und lässt natürlich auch die Aktienmärkte ordentlich abtauchen. Und als wir uns letzte Woche überlegt haben, mit Ingmar und Stefan, was denn die Überschrift sein könnte. Ja, da haben wir noch nicht gewusst, wo sich die Reise hin entwickelt. Dazu dann gleich mehr. Da ist einiges passiert und wir haben natürlich gesehen, dass natürlich die Zentralbanken gegensteuern und Zinserhöhungen nach oben schieben und was auf der anderen Seite natürlich das Wirtschaftswachstum abwürgen kann und wahrscheinlich auch wird. Und heute oder gestern auch wieder geschaut, in der Bild-Zeitung stand drin, jetzt die Banken zahlen jetzt wieder Zinsen, also ist auch wieder einiges passiert. Was mich aber mal interessieren würde, Frage an euch beide, Stefan und Ingmar, beeinträchtigt euch oder was hat das Thema Inflation jetzt hier vielleicht am Anfang für einen Einfluss auf euer ja, Trading-Alltag? Vielleicht könnt ihr dazu einfach nochmal was sagen. Ich meine, es bringt natürlich mehr Volatilität mit sich, aber wie ist denn da so der Impact? Ingmar, willst du zuerst? Ich kann gerne anfangen, ja. Also erstmal, hi Markus, hallo auch in die Runde von uns. Die Musik war vielleicht laut, aber in der aktuellen Marktphase ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man auch aufgeweckt wird, weil das eben, wenn man vielleicht wegschaltet, weil man gar nicht mehr hinschauen kann. Also schon extrem die Bewegungen, du hast es gerade eben schon angesprochen. Und ja, die Inflation, die tangiert uns natürlich, oder die Inflationsdaten tangieren uns natürlich schon als Trader, weil das natürlich sehr marktbeeinflussend momentan ist, dass ja. Ja, das Thema, was aktuell im Fokus steht, die Inflationsraten und aber auch die Zinspolitik der verschiedenen Zentralbanken. Und wir hatten es ja schon gesehen am Donnerstag, als eben die Pressekonferenz losging nach der EZB-Sitzung, ja, wie der Markt darauf reagiert hat. Er kam schon deutlich unter Druck. Dann am Freitag die Inflationsdaten aus den USA, die Verbraucherpreise, und der Markt ist immer weiter gefallen und gefallen, gefallen. Und heute gibt es nochmal richtig eins auf die Mütze. Momentan sehen wir zumindest mal eine kleine Erholung. Aber insofern tangiert uns das natürlich als Trader gerade. In der aktuellen Phase, ich habe es eben schon kurz angedeutet, ist das natürlich das Thema, was voll im Fokus steht, und man sieht, wie sensibel die Trader darauf reagieren. Es gibt ja andere Marktphasen. Ja, überlegen wir mal, als es mit Corona so ja, die Hochzeit war, da hat jeder auf die Corona-Zahlen geachtet und dann wurde das eben getradet. Jetzt aktuell wird sehr stark auf die Inflationsdaten geachtet und dann können wir mal gespannt sein, wie lange das jetzt noch im Fokus ist. Das wird sich natürlich weiterentwickeln. Irgendwann sind da wieder neue Themen relevant, aber das ist natürlich eines der zentralen Themen momentan neben der Zinspolitik und aber auch zum Beispiel Corona-Sorgen in China und so weiter, was den Markt momentan sehr beeinflusst. Und jetzt kannst du auch noch was sagen, Stefan. Genau. Also was schön zu prognostizieren ist, ist momentan eben aufgrund von der hohen Inflation, dass der US-Dollar gefragt ist und das sieht man ja heute. Wir sind ja fast auf einem neuen Jahrestief beim Euro gegen den US-Dollar und ja, Dollar gegen Yen ist auch hier auf Jahreshoch mittlerweile. Das spielt also alles für den Dollar und gegen andere Währungen und gerade speziell mit Japan, wo die Inflation ja seit Jahren künstlich niedrig gehalten wird, da wird es auch wieder die Carry Trades geben, die wir vor der Finanzkrise schon hatten. Das heißt, Verschuldung im Yen und Geldströmen dann in den Dollar. Und deswegen steigt eben der Dollar bzw. der Yen verliert dagegen. Das sind halt Trends, die ja momentan halt interessant sind, während am Aktienmarkt natürlich hier High Life ist. Also da ist schon ordentlich Bewegung drin. Bleibt spannend auf jeden Fall. Und ich habe schon mal die Folien aufgezogen hier. Das Gute beim lauten Intro ist natürlich auch, dass man wach wird und
nicht einschläft. Das ist natürlich auch die Intention. Nein, aber ich zeige euch einfach mal ganz kurz, was heute auf der Agenda steht. Und wir haben zum einen einen Rückblick zu eurem letzten Webinar, was ihr abgehalten habt, vom 23. Mai. Mal einfach mal anschauen, wie die Trades da gelaufen sind, ob sie zustande gekommen sind. Und ihr seht das Thema. Ich glaube, wir hatten es auch letztens, aber ein bisschen anders formuliert beim letzten Webinar, aber diesmal DAX am Widerstand gescheitert. Und wir hatten letzte Woche uns das Thema angeschaut und da kann man schon sagen, ja, wir sind da gescheitert und es ging auch ordentlich nach unten. Und wir haben, ich habe mal nachschauen müssen heute Morgen, was denn so in einer Woche passiert ist, weil ich es nicht mehr so parat hatte. 14.700 Punkte und jetzt, ja, ich glaube, wir waren bei 13,5, wir waren unter 13,5. Sind schon knapp 8 bis 10% runter in einer Woche. Das ist schon eine ordentliche Bewegung. Und was man eigentlich so die letzten Jahre immer wieder gesehen hat, dass die Bewegungen da unten sehr, sehr schnell sind. Ja, und man sieht es hier einfach wieder. Ja, man hat einfach mal vielleicht eine Woche Urlaub gemacht, hat es nicht geschaut und dann ist man wo ganz anders unterwegs. Ne? Und die eigene Position eben auch unter Wasser. Was wir uns natürlich dann auch anschauen in dem Umfeld, was für Trading-Positionen oder Trading-Ideen sinnvoll sein können. Und dann eingangs angesprochen, die ja traditionell die letzten 10, 15 Minuten, wahrscheinlich eher 15, dann nochmal vom Stefan eins zum Besten gegeben, und zwar ja Einzelwerte, die analysiert werden von dir und technisch analysiert werden. Und da könnt ihr gerne jetzt schon mal eure Wunschtitel in den Chat reinwerfen, reingeben. Und ja, jetzt mache ich mal weiter mit den rechtlichen Hinweisen. Wir können eigentlich schon mal unsere Kamera ausschalten und dann könnt ihr wahrscheinlich den Bildschirm besser sehen. Und kleinen Moment, Sekunde, ich mache auch mal hier aus. Ja, also die Folie kennt ihr, rechtliche Hinweise. Ich will es auch nur kurz und knapp beantworten. Zum einen richtet sich das Webinar nur an Interessenten mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland und dient handelt sich ja um eine Werbung natürlich auch und richtet sich auch an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten und Anlagezertifikaten. Alles, was wir hier so im Webinar besprechen, die Produkthinweise, dienen lediglich zu Demonstrationszwecken und ersetzen keinerlei Empfehlungen und auch keine Beratung. Und die Risiken, die sind euch bewusst. Ich denke mal, die öfters bei uns zu Gast sind, wissen, dass Hebelprodukte erhebliche Risiken mit sich bringen, Totalverlust, aber ja, bis hin eben zur Verletzung der Knockout-Barriere. Aber es kann eben auch sein, dass man ja, dass ein Emittent im Prinzip ausfällt. Insofern auch immer ja, den Emittent im Blick behalten. Und das ist eigentlich so die Folie der rechtlichen Hinweise. Jetzt springe ich noch mal eins weiter. Aber ich habe euch noch eine Folie mitgebracht. Und zwar haben wir einen Instagram-Account, den wir jetzt auch ja, im letzten halben Jahr ganz gut hochgefahren haben. Und vielleicht, damit ihr einfach mal einen Überblick bekommt, was da so interessant sein könnte. Ihr könnt euch da gerne, ich poste das dann auch gleich nochmal in den Chat, anmelden, wenn ihr Instagram habt, DZ-Bank-Wertpapiere. Da könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wir haben eigentlich aktuelle Kapitalmarkttrends, die wir aufgreifen. Und das ist eigentlich schön aufbereitet in 3 bis 4 Folien. Da geht es dann um Rohstoffe, Kryptos, wie ihr seht, Cyber Security, also Themen, die interessieren. Dann werden natürlich auch die Webinartermine gepostet und die Videos. Und vielleicht auch noch ganz interessant, vielleicht auch nicht nur für euch, sondern vielleicht auch für Bekannte oder für eure ja, Kinder, Enkel. Wir haben ja auch teilweise Publikum im Webinar, die teilweise ja auch schon Nachwuchs haben oder vielleicht sogar Enkelkinder haben. Vielleicht ist das interessant, sind so 60-sekündige Reels, nennt sich das. Das sind einfach Videos, wo dann im Prinzip zum Thema Finanzbildung Vorträge entsprechende ja, eingestellt werden. Und das wird dann immer wieder aktualisiert und da kann man sich dann einfach auch hier kostenlos weiterbilden. Das wollte ich euch einfach mal mitgebracht haben. Ich poste gleich nochmal den Instagram-Account in den Chat. Und jetzt geht's weiter. Ich übergebe an den Ingmar, der dann mit dem Rückblick loslegt und dann melde ich mich später nochmal, wenn es um die Produktthemen dann geht und die Vorstellung der Ideen. Super, danke Marco, danke Markus und auch nochmal an alle, die jetzt gerade etwas später dazugestoßen sind, einen wunderschönen guten Abend.
Markus hat es eben schon gesagt, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, was wir diese Woche in dem Webinar ja für Strategien vorstellen möchten. Kam jetzt leider etwas zu schnell schon diese Abwärtsbewegung, weil wir eben nachher auf einen DAX-Trade eingehen. Wir wollten wieder eine DAX-Strategie vorstellen, also eine Short-Strategie werden wir auch machen. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass der Markt jetzt schon massiv unter die Räder gekommen ist die letzten Tage. Aber dazu wird der Stefan natürlich gleich dann mehr sagen, nachdem ich dann auch die entsprechenden Vorfilter nochmal hier vorgeführt habe. Wollen wir aber zunächst wieder einen Rückblick tätigen, wie Markus eben schon gesagt hatte. Wir haben zwei Strategien vorgestellt, einmal auf den DAX, eine Short-Strategie und auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Aber man muss leider sagen, in diesem Falle, die Short-Strategie hat komplett gezogen, aber der Stop war etwas zu eng gesetzt mit den 14.350. Wir müssen ja hier immer klare Strategien natürlich auch für euch vorstellen, damit wir jetzt nicht sagen, wir steigen einfach mal ein und lassen die Position laufen und in 4 Wochen hören wir uns wieder und dann reden wir darüber. Deshalb sind das natürlich teilweise sehr enge Stops, die wir auch setzen müssen. Aber wenn der Markt dann natürlich kurz gegen uns läuft, dann kann es sein, dass wir dann aus der Position rausfliegen, der Markt danach aber natürlich wieder in die richtige Richtung für uns laufen würde. Wie sah die Strategie aber aus? Wie gesagt, die Vorfilter haben angezeigt, dass wir die Short-Seite handeln sollten. Preisbestätigung laut Stefan, wir sollten einsteigen mit einem Limit bei 14.150 Punkten mit den Zielen bei 13.700, 13.500, 13.400 und 13.100 Punkten und einem Stop bei 14.350. Der Kurs vorhin war bei 13.445 Punkten, also wären rein theoretisch die ersten beiden Kursziele schon abgearbeitet, das dritte sogar heute auch. Aber ich hatte es gerade schon gesagt, wir sehen hier eingekreist den Tag des Webinars, blau das Limit, da wurden wir dann eben in den Trade reingetriggert und danach wurde aber das Stop-Level hier abgeholt und danach ist der Markt, wie ihr mitbekommen habt, sicherlich deutlich unter die Räder gekommen. Aber wir werden gleich, wie ich gerade eben schon angekündigt habe, auch heute wieder über den DAX sprechen, denn ich denke weiterhin, dass es hier mittelfristig weiter abwärts gehen wird. Natürlich sind auch Zwischenerholungen jederzeit möglich, gerade nach so einem solchen starken Abverkauf, aber das werden wir uns dann gleich in Ruhe anschauen. Dann hatten wir noch eine Long-Strategie vorgestellt auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar. Hier hatten die Vorfilter aufgezeigt, dass wir die Long-Seite handeln sollten. Laut Stefan Einstieg hier mit einem Stop-Buy bei 1,2650 mit den Zielen bei 1,30, 1,32 und 1,34 und einem Stop bei 1,2150. Vorhin, als ich die Präsentation erstellt habe, da waren wir noch knapp oberhalb des Stops. Da standen wir bei 1,2177, aber ich habe gerade eben kurz vor dem Webinar nochmal reingeschaut. Die Position ist leider auch knapp rausgeflogen. Also man sieht hier wieder eingekreist den Tag des Webinars. Hier oben ungünstig reingetriggert wurden in den Stop-Buy und dann ging es auch schon abwärts. Also das waren jetzt wirklich zwei sehr missglückte Trades, muss man ganz klar so sagen. Gibt es nichts dran zu beschönigen. Wie gesagt, beim DAX, wer das Ganze hier verfolgt hat, der hat natürlich mitbekommen, dass die Grundausrichtung ganz klar Short ist. Aber wenn wir hier dann eine klare Short-Strategie vorstellen mit eben einem Stop-Buy oder einem Limit und eben Stops, dann kann es eben auch mal sein, dass man kurzfristig da rausfliegt. Und dann können wir auch nicht jetzt natürlich dann auf die Schnelle hier im Webinar dabei sein und eine neue Strategie vorstellen. Gehört alles also entsprechend dazu. Dann wollte ich zu Anfang nochmal, bevor wir gleich zu den neuen Strategien kommen, über das britische Pfund nochmal sprechen, gegenüber dem US-Dollar, weil das meiner Meinung nach weiterhin ein sehr interessanter Long-Kandidat ist, gerade jetzt, wo es in den letzten Handelstagen deutlich nochmal zurückgesetzt hat. Wir wollen uns hier kurz zusammen die verschiedenen Vorfilter anschauen. Ihr wisst ja, dass ich hier vor allem immer drei Vorfilter vorstelle, die COT-Daten, das Sentiment und die Saisonalität. Und bei den COT-Daten, da schauen wir auf die Netto-Positionierung der Commercials. Die sind hier unten in blau abgetragen und hier oben in schwarz. Das ist die Entwicklung vom britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Was ist zu erkennen? Es ist zu erkennen, dass die Commercials aktuell deutlich netto long positioniert sind. Ihr könnt ja mal schauen, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn wir ungefähr auf diesem Niveau waren, wo die aktuelle netto long Position der Commercials ist. Kann man hier erkennen, das war hier zunächst der Fall 2019. Es ging eine Zeit seitwärts, dann gab es eine Aufwärtsbewegung. Hier 2018 gab es eine kleine Gegenbewegung, aber dann ging es zumindest auch mal einen Ticken aufwärts, könnte man eher als Seitwärtsbewegung bezeichnen, muss man ganz klar sagen. Aber interessanter ist natürlich dann hier wieder 2017. Der Markt ist zunächst seitwärts gelaufen, dann kam eine deutliche Aufwärtsbewegung und auch hier 2013 gab es eine deutliche Aufwärtsbewegung. Heißt also, dieser Vorfilter COT-Daten zeigt weiterhin an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Als nächstes schauen wir auf das Sentiment und das ist ja ein klarer Kontraindikator. Also wenn die Marktteilnehmer sehr, sehr bullig sind, dann wollen wir eher einen Short-Einstieg suchen, gehen dann davon aus, dass der Markt eher fällt. Wenn die Marktteilnehmer sehr bearish sind, also davon ausgehen, dass der Markt weiter fallen sollte,
dann suchen wir eher nach einem Long-Einstieg und gehen davon aus, dass es eine potenzielle Trendwende geben könnte. Es sind alles übrigens keine perfekten Timing-Instrumente, das sage ich immer wieder. Es geht darum, eine Kombination aus verschiedenen Vorfiltern zu haben und dann sich ein Bild zu machen, ja, für welche Richtung ist die Wahrscheinlichkeit aktuell erhöht, eher für die Long-Seite oder für die Short-Seite. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man eben, dass zuletzt die Marktteilnehmer wieder sehr, sehr bearish waren. Also nachdem jetzt das britische Pfund schon massiv gefallen ist gegenüber dem US-Dollar, gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass das jetzt so weitergehen könnte. Aber das ist als Kontraindikator natürlich auch jetzt eher dann wiederum für die Long-Seite interessant. Ihr könnt euch das mal anschauen auch, um das Sentiment ein bisschen einzuordnen. Hier waren die Marktteilnehmer zum Beispiel sehr bullig, ging davon aus, müsste weiter steigen. Was passiert? Es gab hier so eine Art Doppeltop, danach ging es deutlich abwärts. Hier in dieser Region 2020 waren die Marktteilnehmer sehr pessimistisch, danach deutliche Aufwärtsbewegung. 2019 ebenfalls danach Aufwärtsbewegung. Hier nochmal ein Gegenstück auf der Oberseite, als die Marktteilnehmer 2018 sehr bullig waren. Danach ging es deutlich abwärts. 2014 sehr bullig über längeren Zeitraum. Danach ging es deutlich abwärts. Also man sieht schon, dass es in der Tendenz auf jeden Fall Sinn macht, sich gegen die Masse sozusagen zu stellen, gegen das aktuelle Sentiment. Also wollen wir kurz festhalten, COT-Daten sind schon als bullig zu werten oder weiterhin als bullig zu werten. Und auch das Sentiment als Kontraindikator zeigt auch an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Dann schauen wir schlussendlich noch auf die Saisonalität. Die zeigt jetzt hier bis Ende Juli noch aufwärts. Also das könnt ihr erkennen hier eigentlich ab März bis in den Juli hinein soll das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar tendenziell ansteigen. Also auch der dritte Vorfilter zeigt an, die Long-Seite zu favorisieren, zu präferieren und dementsprechend halte ich es weiterhin für interessant, die Long-Seite entsprechend auch zu handeln. Wenn wir auf den Chart schauen und vielleicht mal etwas mittelfristiger und jetzt nicht uns zu eng einstoppen lassen wollen mit einer engen Stop-Order, dann ist ja eines ganz klar zu erkennen. Wir haben hier einen Wochenchart, das heißt eine Kerze ist eine Woche und das ist ein Chart seit 2016. Ich denke, es fällt jetzt jedem auf, dass hier zwischen 1,20 und 1,25 in etwa oder 1, ja, sagen wir erstmal 1,22 und später 1,25, grob gesagt zwischen 1,20 und 1,25 ein massiver Unterstützungsbereich vorherrscht. Also, wenn wir uns das mal hier einfach zusammen anschauen mit diesen Punkten vielleicht hier, wir sind deutlich zurückgekommen, sind in diesem Bereich zurückgefallen, 1,20 bis 1,25, dann ging es deutlich aufwärts. Ja, dann, jetzt muss ich mal eben schauen, dass ich das hier hinkriege. So, dann sind wir wieder nach einer Abwärtsbewegung genau in diesem Bereich zurückgefallen, wieder nach oben abgeprallt. Später, 2019 immer noch, wieder in diesem Bereich zurückgefallen, wieder angestiegen. Dann, während des Corona-Ausbruchs, sind wir auch mal kurz darunter weggebrochen, wie viele andere Werte auch, ging es sogar unter die 1,20 dann bis 1,15 in etwa. Aber man sieht ja, dass das auch nur ein kurzer Ausflug war. Die 1,20 bis 1,25 war auch hier ein langer Aufenthaltsort und danach ging es wiederum aufwärts mit dem britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Und jetzt sind wir eben genau in diese Region wieder zurückgefallen und aus diesem Grund haben wir nicht nur die Vorfilter, die uns jetzt eben anzeigen, dass die Long-Seite zu favorisieren ist, sondern auch noch aus charttechnischer Sicht ist es nicht gerade uninteressant. Meiner Meinung nach wäre es jetzt hier sinnvoll, wenn man einsteigen möchte, den Stop auf jeden Fall unterhalb von 1,20 zu platzieren, mit ein bisschen Puffer, 1,19, 1,19,50 vielleicht. Dann hat man auch auf dem aktuellen Niveau sogar eine relativ enge Stop-Loss-Order. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein massiver Unterstützungsbereich. Und wenn man davon ausgeht, dass dieser jetzt auch in Zukunft zunächst einmal halten könnte, dann wäre es durchaus lukrativ, hier eine Long-Position zu eröffnen. So, das soll dann zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar als Rückblick und Ausblick sozusagen gewesen sein. Wollen wir uns als nächstes mit dem DAX beschäftigen und wir hatten ja beim letzten Webinar im Mai schon länger darüber gesprochen, aber wir wollen uns zusammen nochmal kurz die verschiedenen Vorfilter angucken und dann wird man auch wieder erkennen, warum ich schon seit einiger Zeit im mittelfristigen Bereich auf der Short-Seite unterwegs bin. Ich hatte es schon, ich glaube auch im letzten Webinar hier gesagt, aber habe es auch immer wieder meinen Kunden gesagt. Ich nutze aktuell für mein mittelfristiges Trading Erholungen immer wieder, um Short-Positionen aufzubauen, entweder dann mit Discount-Puts oder eben auch mal mit Short-Hebelzertifikaten. Was bedeutet das? Wenn der Markt also wieder mal eine Zeit lang zur Schwäche neigt, und das hatten wir ja bevor diesem Absturz gesehen, dann werden wieder Short-Positionen aufgebaut und wenn der Markt dann fällt, dann werden diese Short-Positionen nach und nach wieder abgestoßen und dann wird gewartet, steigt der Markt wieder ein,
werden eben wieder neue Short-Positionen aufgebaut. Und wenn der Markt wieder zurückkommt, 300, 400, 500 Punkte, dann werden diese Positionen auch wieder abgebaut. Also ich versuche diese Richtung, wir werden es gleich sehen, bis September, Oktober, wo ich eher davon ausgehe, dass der Markt weiter zurückkommen wird, auch aktiv zu handeln, nicht einfach nur zu kaufen und das Ganze liegen zu lassen auf der Short-Seite, sondern das auch entsprechend möglichst aktiv zu handeln und auch Gewinne mal schnell mitzunehmen, weil man sieht natürlich schon, die Volatilität ist extrem, also die Schwankungsbreite. Und wir sind jetzt mittlerweile wieder in einem, also wirklich einem Panikmodus. Und das kann natürlich jederzeit dazu führen, dass der Markt auch mal wieder schnell 3, 4, 5, 600 Punkte ansteigt. Deshalb könnte es durchaus sinnvoll sein, auch mal Gewinne vom Tisch zu nehmen und dann wieder neue Einstiege auf der Oberseite zu suchen. Schauen wir aber zunächst einmal auf die klassische Saisonalität, denn ich finde es ganz interessant. Wir sehen, dass die klassische Saisonalität bis Mitte Juli eigentlich noch positiv ist. Also bis Mitte Juli soll der DAX eigentlich ansteigen, aber für mich vor allem ist interessant, was danach passiert. Denn bis Ende September, Anfang Oktober soll dann der DAX deutlicher korrigieren von diesen Hochs oder Zwischenhochs, die wir Mitte Juli vermeintlich sehen könnten. Sieht ja momentan nicht danach aus. Aber was bedeutet das für mich? Es bedeutet einfach bis Ende September, Anfang Oktober, da sollten wir niedriger stehen als auf dem Niveau, wo wir uns momentan befinden. Das ist Punkt 1 und warum ich genau auf diesen September, Oktober achte, das wird man gleich verstehen, denn wir wollen uns mal zusammen den Vierjahreswahlzyklus anschauen, also den US-Wahlzyklus auf den DAX umgemünzt und wir sind dieses Jahr in einem Zwischenwahljahr in den USA. Und dementsprechend ist es ganz interessant, dass man hier ein sehr ähnliches Bild sieht. Denn bis September oder Anfang Oktober soll der Markt deutlich korrigieren. Und genau aus diesem Grund komme ich auch zu dem Schluss, dass ich davon ausgehe, dass wir bis Ende September, Anfang Oktober eine deutlichere Korrektur am Aktienmarkt sehen könnten. Also zumindest jetzt mal für den DAX. Und wenn wir uns das Ganze auch für den Dow Jones angucken, dann wird es niemanden wundern, dass sich das Bild da natürlich sehr ähnelt. Auch hier soll es von Anfang oder Mitte April in etwa bis dann Anfang Oktober bzw. Ende September deutlich korrigieren in einem Zwischenwahljahr. Also, wir haben jetzt die normale klassische Saisonalität, die anzeigt, dass wir im September, Oktober niedriger stehen sollten als auf dem aktuellen Niveau. Plus, wir haben den Vierjahreswahlzyklus, der uns eben anzeigt, dass wir dann niedriger stehen sollten. Und schlussendlich haben wir noch den Dekadenzyklus, also einen 10-Jahres-Zyklus für den Dow Jones. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, beim letzten Mal, die Zweierjahre neigen zu Korrekturen, wie man hier sehen kann. Also das ist ein 10-Jahres-Zyklus von 1897 bis 2020, unterteilt in die verschiedenen Jahre, 0er, 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, 8er und 9er Jahre. Wir sind dieses Jahr im Jahr 2022 und hier sieht man ja, dass es auch zwischenzeitlich eine deutliche Korrektur gibt in diesen Zweierjahren. Ist jetzt für mich nicht ganz so maßgeblich, aber ich sage es immer wieder, es kostet ja nichts, sich auch so einen Dekadenzyklus anzuschauen. Wenn man das Ganze jetzt kombiniert mit der klassischen Saisonalität und noch mit dem Vierjahreswahlzyklus, dann ergibt sich doch ein ganz interessantes Bild. Und das sieht eben danach aus, dass wir bis Ende September, Anfang Oktober deutlicher noch korrigieren könnten. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit aktuell dafür ziemlich erhöht. Wenn wir dann noch auf den Fear and Greed Index mal schauen aus den USA, also den Angst- und Gier-Index, da sieht man, dass jetzt wieder wir in extremer Angst angekommen sind. Also ich bin mal gespannt, wenn die nächste Erhebung kommt, wie es dann aussieht. Aber wir sind schon in extremer Angst. Und wenn man sich auch mal anguckt, wie die Kryptowährungen heute runtergeprügelt werden und viele Einzelwerte, das ist wirklich unfassbar. Und jetzt ist die Angst natürlich wieder sehr, sehr groß. Aber das bedeutet auch für mich, dass es kurzfristig natürlich zu einer Erholung kommen könnte. Davon gehe ich auch aus, dass der Markt jetzt nicht in einer Tour immer weiter fällt. Ich weiß, die letzten Tage werden immer von vielen dann sehr hoch gewertet. Man denkt dann, jetzt müsste das immer so weitergehen. Ich wäre da sehr vorsichtig, wie ich eben schon gesagt habe, gerade für das mittelfristige Trading eher abwarten. Und wenn der Markt dann steigt, dann kann man ja wieder neue Short-Positionen aufbauen. Und wenn der Markt auch mal wegläuft, dann ist das so, dann wird man woanders Chancen finden. Aber momentan eben aufgrund der Tatsache, dass wir hier in extremer Angst wieder sind, vom Sentiment her, würde ich eben auch eventuell davon ausgehen, dass wir eine kleine Erholung sehen könnten, bevor es dann mittelfristig weiter abwärts geht. Und ich sage es ja immer wieder, man muss ja auch nicht immer mit Knockout-Produkten unterwegs sein, sondern vielleicht auch mal mit Discount-Optionsscheinen. Dann ist das Ganze auch ziemlich, ja, wenn man normalerweise hochgehebelte Produkte handelt, ist es dann schon ziemlich entspannend, muss man sagen. Aber da kommt es natürlich dann auch auf die Ausstattung an, wie man diese wählt. Aber man kann auch da das Ganze etwas konservativer wählen und wird merken, dass man wahrscheinlich sehr viel entspannter wird. Und wenn der Markt dann irgendwann in eine Richtung läuft, dann kann man die Position auch jederzeit wieder verkaufen und kann dann wieder einsteigen, wenn der Markt wieder eine Erholung aufs Parkett legt. Also, Grundaussage bis Ende September, Anfang Oktober,
abwärts, zwischenzeitlich Erholungen möglich, weil eben die Angst jetzt sehr, sehr groß ist. Und jetzt übergebe ich an dich, Stefan, und bin gespannt, wie du die Lage charttechnisch einschätzt. Jawohl, und von der Seite auch nochmal Hallo zu allen, die sich später eingeschaltet haben. Jetzt sollte normalerweise der DAX übertragen werden in vier verschiedenen Zeitfenstern. Das ist hier oben zu sehen, oben links die Stunde, oben rechts der Tageschart, unten links die Woche und unten rechts der Monatschart. Da hat man verschiedene Zeitebenen und verschiedene Kurshistorien und da kann man natürlich dann, vor allem wenn man in die Tages- oder Stundenebene geht, dann doch das eine oder andere Detail mitnehmen, das interessant ist, wenn man auf der übergeordneten Seite da eben langfristige Trends erkennen kann und da dann eben schauen kann, muss ich mich jetzt gegen einen Trend positionieren? Das heißt, arbeite ich eher mit kurzfristigen Kurszielen und dann Gewinnmitnahmen oder verfolge ich eine Trendfolgestrategie im Sinne eben des übergeordneten Trends? Deswegen die verschiedenen Zeitebenen. Ja, und der Markus hat es schon eingangs erwähnt, als wir letzte Woche uns auf das Thema geeinigt haben. Da ist der DAX noch etwas höher gestanden. Seitdem geht es eben hier steil nach unten. Hintergrund war natürlich die Überraschung auf der einen Seite, was die Inflation in den USA angeht. Heftige Bewegungen passieren ja immer, wenn die Anleger überrascht sind. Wenn jeder das erwartet, ist eben keine wirklich dynamische Tendenz drin. Und da war es eben so, dass die Inflationsdaten schlechter ausgefallen sind als erwartet. Also geht der Markt davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen schneller oder weiter anheben wird. Wir hatten in den letzten Monaten immer wieder die Diskussion darüber, könnte die Fed vielleicht 75 Basispunkte mal in Angriff nehmen. Dem Ganzen hatte der Fed-Chef, der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, widersprochen und hat eben zwei Zinsanhebungen für dieses Jahr à 50 Basispunkte in Aussicht gestellt. Jetzt allerdings mit den erhöhten Inflationsdaten werden dann schon einige unruhig und erwarten, dass vielleicht dann doch 75 Basispunkte kommen könnten. Sollte das wirklich der Fall sein, ich gehe momentan nicht davon aus, aber sollte die Fed wirklich so, ja, fast überreagieren, dann würde das natürlich auch wieder ein weiterer negativer Impuls bedeuten für den Aktienmarkt und dann die Kurse noch weiter in den Keller schicken. Wir haben jetzt allerdings, wenn wir uns den DAX hier mal in der Stundenebene anschauen, hier oben auf der linken Seite, da sieht man, was eben seit Mitte letzter Woche passiert ist. Da sind wir wirklich komplett nach unten abgeraucht und befinden uns jetzt am Tief, was wir im Mai markiert haben. Und aufgrund des schnellen Einbruchs ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir da in den nächsten Tagen eine technische Gegenreaktion sehen. Sieht man hier auch am MACD auf der Stundenbasis berechnet. Da sind wir sehr stark überverkauft und deswegen anfällig für eine Gegenreaktion nach oben. Und da wird es jetzt eben spannend in diesem Zeitraum einer möglichen Gegenreaktion. Kommt ja dann die FED-Sitzung am Mittwochabend und wenn da wirklich die Zinsen jetzt nur um 50 Basispunkte angehoben werden, dann könnte das vielleicht eine kleine Erleichterung unter den Marktteilnehmern hervorrufen, weil die Notenbank ja dann offensichtlich davon ausgeht, dass die Inflation in Zukunft nicht mehr ganz so stark ansteigen wird. Das heißt, es hat eher eine beruhigende Wirkung und deswegen würde dann so eine Reaktion der US-Notenbank dann auch ins charttechnische Bild mit reinpassen. Wie gesagt, technische Gegenreaktion nach oben ist aufgrund des heftigen Einbruchs da nicht ganz unwahrscheinlich. Auf der anderen Seite befinden wir uns, wenn wir da in die Wochenebene mal reinschauen, befinden wir uns ja spätestens seit dem Jahresauftakt in einem Abwärtstrend. Das heißt, der Bullenmarkt, den wir durch Corona hatten mit dem vielen billigen Geld, der ist nun zu Ende und das Ganze lässt sich relativ leicht auch charttechnisch in Worte fassen. Ein Trend setzt sich für mich aus steigenden Tiefpunkten zusammen. Das heißt, wenn die letzten Tiefpunkte unterschritten werden, dann habe ich einen Trendwechsel drin. Und hier oben in der Tagesebene sieht man, wir waren so bei 14.900 in den letzten Monaten des vergangenen Jahres, was da immer wieder bestätigt worden ist. Und dann sind wir wirklich mit dem Jahreswechsel da nach unten ausgebrochen, beziehungsweise im
Februar war das dann, ein Auslöser war in dem Fall der Kriegsausbruch in der Ukraine und das Ganze hat natürlich dann zu einem heftigen Abverkauf zunächst geführt. Dann gab es auch diese technische Gegenreaktion. Wie gesagt, aktuell halte ich auch da eine ähnliche Reaktion nach oben für möglich aufgrund der Dynamik, die wir eben zuletzt drin hatten. Und seitdem eben, seit dem Kriegsausbruch, seit dem Ausbruch nach unten im Chart, haben wir einen Trendwechsel drin und befinden uns jetzt per Definition in einem Bärenmarkt. Und da sollte die Richtung natürlich dann jetzt rein von der technischen Seite her weiter nach unten anhalten. Ingmar hat schon erklärt von den Vorfiltern. Da haben wir natürlich auch sehr viele Faktoren, die dafür sprechen, dass es eben weiter nach unten geht, speziell was die Saisonalität angeht. Da ist es ja so, dass im langfristigen Vergleich der August und der September die mit Abstand schlechtesten Börsenmonate sind und auch die einzigen, die im langfristigen Durchschnitt wirklich ein negatives Ergebnis hervorgebracht haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, wenn wir eben jetzt den Bärenmarkt haben, wenn wir den Zyklus steigender Zinsen haben, das erschwert ja auch Anstiege am Aktienmarkt. Anleihen werden einfach attraktiver damit. Und deswegen ist auch von der Seite davon auszugehen, dass es weiter nach unten geht. Und deswegen wäre es jetzt keine Überraschung, wenn der August und der September da wirklich dann nochmal von einer sehr dynamischen Abwärtsbewegung begleitet werden. Bis dahin jetzt zunächst, wie gesagt, aufgrund des Einbruchs der letzten Tage eine kleine Gegenreaktion nach oben. In der Regel haben wir es dann im Juli nochmal, dass es eben eine etwas ausgeprägtere Gegenreaktion nach oben gibt, was dann auch einen Stimmungsumschwung regelmäßig zur Folge hat. Da geht man dann davon aus, mehrheitlich, dass jetzt das Schlimmste hinter uns liegt und dass es wieder nach oben geht. Und dann kommt, wie gesagt, der August und der September, die dann doch wieder sehr negativ sind. Also das bedeutet kurze Erholung nach oben, dann sollte es weiter nach unten gehen, dann haben wir vielleicht im Juli nochmal eine kleine Gegenbewegung und dann eben nochmal einen sehr deutlichen Einbruch wahrscheinlich im August, September. Das ist der übergeordnete Trend, wo man schön auf der Tagesebene sehen kann, auf der Wochenebene bewegen wir uns dann langsam auch weiter nach unten. Allerdings sind wir natürlich noch ganz, ganz weit davon entfernt von dem Tief, was wir nach Einbruch der Corona-Pandemie hatten, aber ein Stück weit in die Richtung bewegen wir uns auf jeden Fall. Und vom langfristigen hier, der Monatschart hier unten rechts, da sieht man, wir haben auf der ganz langfristigen Ebene einen langfristigen Aufwärtstrendkanal. Das sind wir Ende des vergangenen Jahres mit dieser Seitwärtstendenz. Man sieht sie ja, man hat so leicht steigende Hochpunkte drin gehabt in den letzten Monaten des letzten Jahres. Da ist die Oberseite des Trendkanals getestet worden, dann sind wir dran gescheitert und jetzt geht es eben nach unten und da wird es jetzt eben spannend, wenn dann wirklich die Region um 13.000 Punkte unterschritten wird und dann haben wir da ein weiteres Verkaufssignal, dann ist nochmal ein ordentlicher Kursrutsch zu erwarten. Soweit zum ja, eher mittelfristigen Bild, wie gesagt, kurzfristig kleine Erholung und entsprechend habe ich dann auch das Trading Setup für den DAX heute vorbereitet. DAX Short, klar, wenn es nach oben geht, kleine technische Gegenreaktion, in dem Fall bis 13.900, das wäre das Einstiegslimit, bedeutet, wie gesagt, der DAX müsste da drüber gehen oder zumindest diese Marke erreichen, dass die Kaufbedingungen für eine Short-Position erfüllt ist, nach oben hin der Stopp dann bei 14.750. Da machen wir mal ein paar Linien weg, dann kann man das besser erkennen. Wir hatten hier das Hoch in der letzten Woche bei 14.000, ja, knapp über 14.700 Punkten. Und wie immer natürlich mit einer kleinen Sicherheit darüber, dass eben, ja, wenn es eine unsaubere Bestätigung gibt, dass wir da nicht unglücklich aus einer Short-Position rausfliegen. Deswegen habe ich 50 Punkte nochmal als Sicherheitsbeiwert mit draufgeschlagen. 14.750 der Stoppkurs. Und nach unten die Ziele jetzt zunächst kurzfristig dann 13,7, 13,5, 13,4 und 13,1. Das wären wirklich dann so die Punkte, wo dann der DAX sich in der Vergangenheit aufgehalten hat. Und wenn wir wirklich unter die 13.000 gehen, habe ich ja schon erwähnt, dann ist nochmal weitere Kursdynamik nach unten hin zu erwarten. Jetzt zunächst aber bis zumindest zum nächsten Webinar, was wir an der Stelle dann wieder gemeinsam haben. Dann, wie gesagt, das Maximalziel erstmal bei 13.1. Vorher allerdings der Anstieg auf 13,9. Soweit das Trading Setup und damit übergebe ich an den Markus und er kann dann zeigen, wie man die passenden Produkte für diesen Trade herausfiltern lassen kann.
Ja, danke dir, Stefan. Kleinen Moment. Ich hole mir ganz kurz mal hier den Bildschirm zurück. Ja, also ich habe schon mal das Trading Setup vorbereitet für die sozusagen zweite Welle, die du so angesprochen hattest, eben für den Fall, dass es nochmal nach oben geht im DAX und wir dann den Short Trade auf dem DAX spielen können. Wie könnte sowas aussehen? Hier, ich poste das auch gleich nochmal oder mach's eigentlich direkt hier nochmal den Guidance Desktop in den allgemeinen Chat. Da könnt ihr gerne im Nachgang auch einmal das Ganze ausprobieren, wie das funktioniert. Wir haben ihn jetzt länger nicht benutzt, den Guidance Desktop. Das ist im Prinzip hier dieser Bildschirm, der letztendlich passende Endlos-Turbos filtert von uns, von der DZ Bank. Und es kann Short- oder Long-Strategien geben. Wir haben jetzt hier eine Short-Strategie ausgewählt oder der Stefan hat sie ausgewählt. Und das Ganze baut sich so auf, dass man im oberen Drittel hier das Ganze grafisch sieht, wie der Trade aufgesetzt ist. Im mittleren Bereich sind die Parameter einzugeben und hier unten sind die passenden Produkte, ja, mit entsprechenden WKNs und den Parametern. Und ich habe jetzt hier mal im mittleren Balken oder im mittleren Segment habe ich hier den Einstieg 13.900 angegeben. Das heißt, hier müsste es nochmal nach oben gehen, DAX, Gegenbewegung und dann könnte der Trade wieder attraktiv werden. Das Kursziel hier 13.5, wobei Stefan hat ja dann auch noch 13.4, 13.1 genannt. Ja, je nachdem, ich bin jetzt mal einfach so in die Mitte gegangen und habe die 13.5 hier eingetragen. Stop-Loss hier mit etwas Puffer zum Hoch, was wir vor kurzem gesehen haben, 14.750. Und dann seht ihr hier entsprechend rot abgetragen. Hier oben ist dann das Stop-Loss-Level, der Einstieg bei 13.9 und der Trade hier in Richtung 13.5. Das hätte heute schon funktioniert. Wir sind jetzt hier, wie ihr seht, das hier flackern in Richtung 13.5 und ja, dann könnte man das natürlich noch weiter laufen lassen in Trade in Richtung 13.4, 13.1. Was hier ganz schön ist, wie gesagt, hier unten seht ihr, dass es sich hier um einen passenden Endlos-Turbo auf den DAX Short handelt. DAX hier seht ihr hier, hier oben der DAX. Ihr könnt den Basiswert dann auch ein oder anpassen entsprechend. Die Basiswertsuche funktioniert hier links außen, indem man hier auf Suche drückt. Und dann geht hier im Prinzip das Feld auf und dann kann man sich da entsprechende Basiswerte aussuchen. Der DAX ist schon eingestellt. Und dann purzeln hier unten die Produkte raus mit den entsprechenden WKNs. Und hier ist im Prinzip oben aufgeführt der Schein mit den der nächsten an den 14.057 dran ist. Der hat aktuell einen Hebel von knapp 10, von 10 und Geldkurs, Briefkurs seht ihr, Einstiegslevel würde dann natürlich bedeuten, dass wir noch ein bisschen nach oben kommen und dann wird der Schein auch günstiger. Und dann habt ihr hier noch verschiedene Parameter und ihr könnt letztendlich das Produkt dann kaufen. Wenn ihr auf Kauf geht, dann habt ihr verschiedene Broker, die ihr auswählen könnt und dann könnt ihr direkt das Produkt kaufen. Wenn ihr konservativ unterwegs sein möchtet und sagt, okay, ich möchte jetzt dem Ganzen, was heißt konservativer unterwegs sein, ich möchte im Prinzip nicht ganz so viel Luft lassen und möchte möchte mehr Luft lassen, genau, dann gehe ich hier beispielsweise nicht auf 14.750, sondern gehe einfach höher, entferne mich weiter, gebe dem Ganzen ein bisschen mehr Luft zum Atmen, dann passiert natürlich Folgendes, dann gehen die Hebel hier runter, seht ihr hier, und wenn man hier den 10% eingibt, dann filtert er einfach 10% über dem aktuell eingetragenen Stop-Loss-Level ein und die ganzen Knockout-Schwellen sind dann hier verfügbar. Ganz schön, da kann man im Prinzip hier rumdrehen. Ich kann jetzt zum Beispiel mal die 13.100 hier eingeben und dann seht ihr, dann passt sich der Chart sofort an. Ja, den Link habe ich rumgeschickt. Das handelt es, der Desktop, der Guidance Desktop ist nur geeignet hier wirklich für Open Ends, also Endlos-Turbos und filtert die dann entsprechend raus. Und jetzt würde ich wieder zurück an den Ingmar übergeben und dann geht es weiter mit dem zweiten Basiswert. Super, danke Markus. Und für den zweiten Basiswert, den Goldpreis, da wird es jetzt etwas schneller gehen, damit wir nachher auch noch genug Zeit haben, den ein oder anderen Einzelwert zu besprechen. Es kamen ja schon viele Fragen rein. Von daher auch nochmal der Hinweis, der Stefan wird am Ende, da werden wir noch ungefähr wahrscheinlich 10 Minuten Zeit haben, nochmal auf verschiedene Einzelwerte eingehen. Also wenn ihr bestimmte Einzelwerte besprochen haben möchtet, dann einfach kurz reinschreiben.
Ja, beim Gold, da sieht man eben, wie das mit dem Sentiment läuft. Wir stellen uns alle vor, als wir bei 2070, 2075 US-Dollar standen, da hat jeder über den Goldpreis gesprochen und es hieß, jetzt kommt der Ausbruch nach oben und jetzt wird der Goldpreis auf 2500 und 3000 Dollar und wohin auch immer steigen. Jetzt, nachdem der Goldpreis dort abgeprallt ist, bei 2075 in etwa, kommt er deutlich unter Druck, ist deutlich zurückgefallen und jetzt werden die Meinungen dazu wieder deutlich leiser, man hört kaum noch etwas zum Goldpreis und das wird aus sentimenttechnischen Gründen jetzt wieder sogar ganz interessant für die Long- oder für die Short-Seite. Heißt also, wenn es ruhiger um einen Markt wird, dann kann man davon ausgehen, dass es ja einen Ausbruch geben könnte, entweder auf der Long-Seite oder auf der Short-Seite und sich dann ein Trend anschließen könnte. Das zumindest sieht man sehr, sehr häufig. Wenn es eben ruhiger wird, gibt es so eine Art Seitwärts-Lethargie schon, könnte man vielleicht so sagen. Und dann irgendwann kommt aber ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung und dann wird auf einmal auch wieder das Interesse an diesem Basiswert größer. Wir wollen uns hier jetzt mal die verschiedenen Vorfilter anschauen. Bei den COT-Daten gibt es sogar gar nicht so viel zu sagen. Wir sehen, dass die Commercials deutlich netto short positioniert sind, sind aber auf einem Level, wo es zumindest auch in der Vergangenheit immer mal Aufwärtsbewegungen gab. Würde aber insgesamt sagen, dass wir auf keinem Extremniveau sind. Wenn man die Kurve einfach mal seit 2012 hier vollzieht oder sich anschaut, dann sieht man, wir sind ungefähr Mittelfeld. Also da gibt es wenig zu sagen, ist mehr oder weniger als neutral zu beziffern. Interessanterweise auch vom Sentiment, weil ich es eben schon gesagt habe, es ist relativ ruhig geworden um den Goldpreis. Weder hört man große Stimmen, die sagen, der Preis bricht ein, oder man hört auch keine Stimmen, die sagen, der Preis wird explodieren für Gold oder nur sehr, sehr wenige. Dementsprechend ist das Sentiment auch bei 46 aktuell, also auch als neutral zu beziffern. Heißt aber genau das, was ich eben schon gesagt habe. Jetzt wird es wieder interessanter, sich diesen Wert mal anzuschauen, denn das kann eine interessante Ausgangssituation sein, wenn es dann zu einer deutlicheren Bewegung kommt und die ja, Anleger oder Investoren und Trader wieder auf diesen Basiswert dann aufmerksam werden und versuchen, auf diesen Zug aufzuspringen. Warum der Goldpreis jetzt für mich vor allem interessant ist, das liegt an der Saisonalität, denn wir kommen jetzt hier in ein sehr, sehr starkes saisonales Muster rein. Der Juni, der ist nur ganz leicht positiv, der ist momentan auch als neutral zu beziffern noch, aber dann beginnt der Juli und da haben wir dann eine Folge von 3 Monaten und das sind die 3 stärksten Monate des Jahres nach dem Januar, also der zweite, dritte und viertstärkste Monat des Jahres direkt hintereinander mit dem Juli, dem August und dem September und man sieht in der Tendenz, was diese Saisonalität eben dann hier anzeigt, dass eben hier in dieser Phase der Goldpreis deutlicher anziehen sollte. Heißt also, die Ausgangslage ist eher ruhig, könnte aber dazu führen, dass der Markt deutlicher anspringen kann in die eine oder andere Richtung. Ich gehe davon aus, dass der Goldpreis eher nach oben springen wird, eben aufgrund der sehr bullischen Saisonalität jetzt, die wir ab Juli dann eben entsprechend sehen. Und es kann ja durchaus dann schon interessant sein, sich jetzt schon im Juni langsam zu positionieren, damit, falls dann eben auch entsprechend die Saisonalität greift und der Markt dann auch wirklich ansteigt, dass man diese Rallye, wenn sie denn dann kommt, nicht verpasst. Es geht immer übrigens nur um Wahrscheinlichkeiten. Man kann natürlich nie sagen, der Preis wird auf jeden Fall steigen, sondern wir schauen uns verschiedene Vorfilter an, um uns eben eine Meinung zu bilden, in welche Richtung ein Markt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit laufen könnte. Aber das hat natürlich nichts mit Sicherheit zu tun, sondern ist alles in Unsicherheit. Keiner von uns weiß, was in einer Stunde, in einer Minute oder in 10 Tagen passiert mit dem Markt. Dementsprechend müssen wir uns in irgendwas hangeln oder klammern sozusagen und Statistiken angucken, verschiedene Charts und so weiter, die uns eben anzeigen, für was die Wahrscheinlichkeit erhöht ist. Und hier in diesem Falle ist das eben die Long-Seite. Also ich gehe davon aus, dass der Goldpreis jetzt in Kürze eher deutlicher anziehen könnte und dementsprechend, Stefan, bin ich gespannt, wie du die charttechnische Situation siehst und ab welchem Zeitpunkt es Sinn machen könnte, hier eben entsprechend auf der Long-Seite einzusteigen. Jawohl, und man sieht hier auch wieder die 4 unterschiedlichen Zeitebenen, die ich schon beim DAX hatte, um da einfach mehr Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Wir hatten beispielsweise hier schön unten rechts zu sehen im Monatschart mit dem Anstieg, was wir von 2018 bis 2020 hatten. Da sind wir schon jetzt zu einem überhitzten Bereich angelangt und mit der Seitwärtstendenz, die wir seitdem sehen, haben wir das Ganze natürlich ein Stück weit korrigiert und sind jetzt dann schon eher wieder auf einem Niveau, was dann aus dem Blickpunkt einen weiteren Anstieg ermöglicht. Ich mache mal einen ganz großen Sprung vom Monats- zum Stundenchart. Da sieht man nämlich, wir haben hier am
vergangenen Freitag diesen doch sehr deutlichen Anstieg gesehen. Das war eben nach Bekanntgabe der neuen Inflationsdaten für den Monat Mai. Und mit der weiter gestiegenen Inflation hat natürlich Gold dann gleich entsprechende Nachfrage erfahren. Das Ganze haben wir jetzt zum Wochenauftakt wieder nach unten korrigiert. Das heißt, da ist nach oben noch nicht die Dynamik drin, um da eben einen weiteren Trend anzufachen. Allerdings wird es, da schauen wir uns die Tagesebene an, da wird es jetzt interessant. Wir haben bei rund, das sieht man ja auch hier in der Stundenebene, bei rund 1880 US-Dollar einen Widerstand drin und der ist in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal bestätigt worden. Deswegen kann er als aussagekräftig betrachtet werden. Bedeutet auf der anderen Seite, wenn wir da natürlich drüber steigen, dann haben wir ein entsprechend nachhaltiges Kaufsignal. Dann ist davon auszugehen, dass der Goldpreis dann weiter nach oben zieht, wie es eben das saisonale Muster auf der einen Seite vorgibt. Auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Inflation, Geldentwertung. Das ist in der Vergangenheit immer ein klassisches Argument für Substanz, in dem Fall für Gold gewesen. Und im Gegensatz zu, weil da eine Frage kam, zu einem Immobilientitel. Die Immobilientitel hatten ja die letzten Jahre aufgrund der niedrigen Zinsen extrem profitiert. Ich kann da nachher gleich nochmal drauf eingehen. Und mit den steigenden Zinsen ist da eben ein Trendwechsel drin. Und in Bezug auf die Inflation, wie gesagt, Gold als klassischer sicherer Hafen wäre natürlich dann noch ein weiteres Argument neben der Saisonalität, neben der Charttechnik, was dann für einen weiteren Anstieg spricht. Wie gesagt, nach oben, wir bräuchten einen Ausbruch über die 1880. Insofern habe ich ein Stop-Buy-Limit gewählt, 1885. Wenn der Goldpreis da drüber geht, erst dann würden wir eine Long-Position aufbauen. Der Stoppkurs dann unter dem letzten markanten Zwischentief, in dem Fall bei 1780, der ist auf den ersten Blick etwas weiter gewählt. Allerdings, wie gesagt, wenn wir hier nach oben weitergehen, dann würde es sich anbieten, dass man eben den Stoppkurs hier weiter nachzieht auf 1825 zunächst und dann eben mit den weiter steigenden Tiefpunkten dann immer knapp darunter. Wir haben ja das Problem, dass wir nicht jede Woche hier sind. Deswegen da als kleiner Hinweis dazu, wie man dann eben trendfolgend mit so einer Position verfahren kann. Immer wenn es ein Zwischentief gibt und das ausgebildet worden ist und der Kurs wieder nach oben geht, dann eben den Stoppkurs knapp unter dieses Zwischentief nachziehen. Und von den Kurszielen, natürlich haben wir zunächst die 1910. Da ist auch in der Vergangenheit der eine oder andere Test gewesen. Und wenn es dann weitergeht, 1975, dann natürlich die runde Zahl von 2000. Hoppala, da müsste man ein bisschen zu hoch. Hier ist die 2000. Und letztendlich das All-Time-High bei 2070 US-Dollar. Das wären so die Ziele für die nächsten Wochen bis Monate. Ist eher eine mittelfristige Strategie. Was da nach oben geht, von der Saisonalität haben wir ja da auch einige Wochen, wo es da eben nach oben zeigt. Und wie gesagt, da wäre zunächst das bisherige Allzeithoch das Maximalziel. Dann muss man allerdings schauen, wie schnell ist die Bewegung gelaufen, wie viel Kraft hat die Bewegung noch. Da haben wir da kleine Konsolidierungen dazwischen, kleines Kräftesammeln, ist da noch mehr Potenzial nach oben drin. Letztendlich auch, was macht die Inflation weiterhin von der fundamentalen Seite? Das sind dann Punkte, wo man sich den Trade dann in den nächsten Wochen einfach nochmal angucken muss. Wir werden es auf jeden Fall machen, wenn wir unser nächstes Webinar zusammen haben. Das ist am 25. Juli und da sind wir mal gespannt, ob der Goldpreis bis dahin dann diese genannten Hürden schon überwunden hat. Soweit von meiner Seite. Ich übergebe jetzt nochmal ganz kurz an den Markus und dann gehen wir in den letzten Minuten nochmal auf den einen oder anderen Einzelwert ein, der angefragt worden ist. Ja, ich mache schnell. Ich habe jetzt einfach mal die Suchfunktion von unserer DZ-Bank-Seite hier aufgerufen, um einfach ein passendes Produkt vielleicht auszuwählen. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, welche Produkte man nimmt, aber wenn man bei den klassischen Endlos-Turbos bleibt, dann hat man hier eine Suchfunktion. Ich poste das jetzt auch nochmal direkt in den Chat von dem Produkt. Dann kann man da auch gerne nochmal ein bisschen modifizieren, anpassen. Und zwar, was habe ich hier getan? Ich habe hier im Prinzip in der Produktsuche Rohstoffe ausgewählt, dann Gold, dann Hebelprodukte,
dann Endlos Turbos Long. Und dann habe ich hier entsprechende Produkte bekommen. Und wenn man jetzt davon ausgeht oder die Strategie, die Gold-Long-Strategie jetzt hier anwendet und sagt, naja gut, man möchte den Ausstieg, den Stop hier bei knapp 1780 US-Dollar setzen, dann könnte man jetzt hier entsprechend in der dritten Spalte schauen, hier unten 1780, könnte dieses Produkt nehmen, das ist hier nämlich die Knockout-Schwelle. Das Produkt hat natürlich einen relativ hohen Hebel oder einen sehr hohen Hebel, 36. Man kann natürlich auch konservativer diese Strategie spielen, aber um einfach mal euch zu zeigen, wenn man letztendlich hier direkt den Knockout-Schwelle auf den Stop-Loss-Level setzt, dann würde das Produkt rauskommen. Und wenn ich jetzt einfach kurz mal draufklicke, dann seht ihr hier entsprechend auch nochmal die Parameter Endlos Turbo Long, Knockout 1781 US-Dollar, Gold als Basiswert. Ihr habt hier entsprechende Parameter, ihr habt einen Chart und ich habe es gerade mal reingepostet und entsprechende Finanzierungskosten seht ihr hier unten auch mit angegeben, ja, weil der Open-End-Turbo ja letztendlich kein Laufzeitende hat und ja, angepasst wird über die Laufzeit. Ja, das wollte ich euch einfach nochmal gezeigt haben und zwar jetzt nicht über den Guidance Desktop, sondern über unsere Internetseite, wo es auch eine ziemlich gute Produktsuche gibt. Und jetzt würde ich direkt an den Stefan zurückgeben, der dann jetzt für die verbleibenden 10 Minuten nochmal entsprechende Titel, die reingepostet wurden, in den Chat einfach analysiert. Genau. Und ich beginne mal mit den Immobilientiteln. Das sind diverse angefragt worden. Hier habe ich eine TRG Immobilien. Die ist hier ja quasi im kompletten Ausverkauf. Da geht es wirklich sehr steil nach unten. Ist eigentlich egal, ob ich die jetzt nehme oder eine Vonovia beispielsweise, die auch gefragt worden ist. Auch da ging es hier steil nach unten. Jetzt zum Wochenauftakt haben wir dann nochmal. Wir hatten den Donnerstag, Freitag ging es schon stetig nach unten. Und der Hintergrund ist, was auch die anderen Kurse belastet hat, das ist eben die Inflation, die hohe Inflation, die eben von den Notenbanken mit steigenden Zinsen bekämpft wird. So ist zumindest die klassische Sichtweise, die auch logisch ist. Und mit den steigenden Zinsen wird es natürlich nicht mehr so attraktiv, eine Immobilie zu finanzieren. Beziehungsweise da kann man sich auch vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Finanzierung, wo eine Anschlussfinanzierung fällig ist, dann Probleme bereiten könnte. Deswegen sind eben steigende Zinsen eben kein gutes Omen für Immobilientitel. Und ich gehe mal davon aus, nachdem wir ja jetzt in den USA diese Woche wahrscheinlich eine erneute Zinsanhebung haben und von der EZB gerade erst mit der Zinswende begonnen haben. Das heißt, auch da ist in den nächsten Monaten sind ja weiter steigende Zinsen zu erwarten. Und das Ganze ist dann natürlich negativ für die Immobilien und auch für die Immobilientitel, für die Aktien. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir bei diesen Titeln eben die Tiefpunkte bis jetzt noch nicht gesehen haben, sondern dass es da auch in den nächsten Wochen und Monaten tendenziell eher weiter nach unten geht. Wir haben ohnehin ja jetzt mit dem neuen Impuls vom Freitag mit der gesteigenden Inflation in Amerika haben wir diverse Verkaufssignale, die aufgetreten sind. Da ist eine Mercedes gefragt worden. Da haben wir es, genau. Wir haben bei den Immobilien, bei den Kfz-Titeln, bei den Automobiltiteln haben wir, da kann ich auch mal eine BMW einschieben, sieht ähnlich aus vom Chartbild. Wir haben bei der BMW hier bei 84 Euro einen Widerstand drin, da ist die Aktie rangelaufen, ist dran gescheitert, befindet sich jetzt auf dem Weg nach unten und da wird es eben spannend, wenn die letzten Zwischentiefs hier unterschritten werden. Das heißt, wenn die Aktie so unter 74 Euro fällt, dann ist ein neues Verkaufssignal drin und dann ist davon auszugehen, dass wir hier an das Jahrestief heranfallen. Bei einer BMW, wie gesagt, eine Mercedes sieht ähnlich aus, da haben wir bloß andere Zahlen. Hier ist der Widerstand bei 68,50 bis 69 und auf der Unterseite hier, wenn die Aktie unter die 60 Euro fällt, dann ist da ein weiteres Verkaufssignal drin und dann eben auch hier nächstes Kursziel 54, bisheriges Jahrestief. Sieht insgesamt für die Automobiltitel nicht ganz so rosig aus aktuell, allerdings auch bei anderen
Eine Telekom ist gefragt worden, die hat mal ganz gut ausgeschaut, da sind wir wirklich über das Zwischenhoch vom vergangenen Jahr drüber geklettert. Das Ganze hat sich dann allerdings hier als sogenannter False Breakout erwiesen, als Fehlsignal. Wir sind wieder drunter zurückgefallen und ja, diese Richtung dürfte jetzt erstmal anhalten, beziehungsweise wir haben hier bei rund 17,70 so eine Unterstützung drin. Wenn wir da drunter fallen, dann wird es einen weiteren Verkaufsimpuls geben, dass es dann eben weiter nach unten geht. Es wird die nächsten Tage da dann nochmal ganz schön spannend werden, wo es eben hingehen wird. Dann haben wir eine, ja, eine Flatex DEGIRO. Da haben wir sie, da geht es auch stetig nach unten. Wir hatten Ende des vergangenen Jahres da so eine kleine Pause drin, wo der Kurs seitwärts tendiert ist. Dann ging es nach unten weiter und seitdem haben wir eben die weiter fallenden Tiefpunkte, was ich vorhin schon im DAX, glaube ich, erklärt habe. Abwärtstrend fallende Hochpunkte. Aufwärtstrend steigende Tiefpunkte. In dem Fall haben wir eben diese fallenden Hochpunkte drin. Das heißt, der Abwärtstrend ist intakt. Jetzt haben wir natürlich mit dem Freitag und der Bewegung vom Wochenauftakt da schon einen ordentlichen Rücksetzer durchlaufen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir im Verlauf der Woche da vielleicht so eine kleine Gegenreaktion nochmal nach oben bekommen, sodass diese, man sieht es hier in der Stundenebene, dass diese kurzfristige überverkaufte Situation dann wieder ausgeglichen wird nach oben hin, wäre da problemlos bis in die Region um 12, hoppala, 12,50 eine Gegenreaktion möglich, ohne dass da der Abwärtstrend auch nur annähernd gefährdet wäre. Insgesamt sieht es leider danach aus, als ob es weiter nach unten geht. Da haben wir hier im Wochenchart, sieht man, wir haben bei ungefähr 9 Euro, knapp unter 9 Euro beginnt da eine etwas massivere Unterstützung. Da kann ich mir schon vorstellen, im Zuge der aktuellen Abwärtsbewegung, dass wir eben diese Unterstützung dann in den nächsten Wochen nochmal in Angriff nehmen. Dann ist eine HelloFresh gefragt worden. Da haben wir ohnehin das Problem, HelloFresh ist jetzt kein klassischer Lieferdienst, wie beispielsweise eine Delivery Hero oder was es da so alles gibt. Allerdings hat das Unternehmen auch die letzten Monate eher Probleme gehabt. Die Vorteile sind während der Corona-Pandemie ausgespielt worden, weil die Leute ja eher zu Hause waren und da hat man dann doch eher mal auch sich mal überraschen lassen von Zutaten, die man dann kochen kann. Jetzt zeigt sich's eben, ja, dass das etwas rückläufig ist und insofern eine gewisse Schwierigkeit dann darstellt, weiter gute Zahlen zu präsentieren. Wir sind aktuell im Bereich um ja, 31 Euro ungefähr an einer Unterstützung dran. Und da wird es jetzt eben spannend. Was mich so ein bisschen irritiert daran ist, dass wir weiter fallende Hochpunkte haben. Das heißt, die Zwischenerholungen reichen nicht aus, um sich da doch ein ganzes Stück weit von dieser Unterstützung wegzubewegen. Damit nimmt natürlich der Druck zu, dass diese Unterstützung dann tatsächlich auch noch unterschritten wird. Und damit würde sich dann weiteres Korrekturpotenzial eröffnen. Deswegen sollte man da vielleicht so ein bisschen drauf achten, ob der Kurs da tatsächlich in Kürze unter die 31 dann fällt oder 30, 50, je nachdem, wie man es da genau platziert, wenn es da eben drunter geht und dann ist eben mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Dann haben wir eine 3M, US-amerikanischer Mischkonzern. Da gibt es alles Mögliche vom Post-it-Zettel über den Gehörschutz, ja, die sehr vielfältige Produktportfolio, was 3M eben hat. Da sind wir zurückgefallen in dem Jahr, haben dann lange Zeit uns hier seitwärts bewegt, war nicht sehr viel Dynamik drin und jetzt mit dem Rücksetzer am vergangenen Freitag sind wir da auf ein neues Jahrestief zurückgefallen. Das Ganze sieht aktuell nicht wirklich gut aus, weil da kommt dann doch langsam dieses Zwischentief von 2020 zum Tragen, wo eben der Kurs hingefallen war, nachdem die Corona-Pandemie aufgetreten ist. Und wie gesagt, von der Charttechnik her, wir sind jetzt zurückgefallen. Und es ist zwar vielleicht in den kommenden Tagen nochmal so eine kleine Gegenreaktion nach oben möglich, wo man diesen ehemaligen
Support, diese ehemalige Unterstützung jetzt als Widerstand bestätigt und im Anschluss geht es dann eben weiter nach unten. Dafür spricht zumindest die Stundenebene, das ist mir auch sehr deutlich zurückgefallen. Wie gesagt, hier kleine Bewegungen nach oben irgendwo bis 143. Ja, wer es gern kurzfristig möchte, da wird sich dann zum Beispiel eine Short-Position anbieten mit einer Absicherung hier irgendwo bei rund 148, knapp über dem letzten Zwischenhoch. Und wenn es dann eben nach unten geht, die Stoppkurse dann immer über die letzten Zwischenhochs weiter nachziehen. Wäre jetzt eine Möglichkeit, wie man Trading Setup aufbauen könnte für eine Short-Position bei 3M. Jetzt muss ich nochmal gucken, was wir dann noch alles haben. Flattex Hammer. Eine Kali und Salz, die können wir noch, oder K plus S, wie sie mittlerweile heißen, die können wir noch mit reinnehmen. Die ist nämlich auch sehr interessant. Die Kali-Produzent konnte die letzten Jahre, Entschuldigung, seit 2020 besonders von Sanktionen gegenüber Belarus Kali profitieren. Das ist ein großer Mitbewerber, wie gesagt, aus Belarus und da sind eben Sanktionen verhängt worden. Davon hat K plus S profitiert, ging es auch schön nach oben. Dann natürlich mit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, da gab es dann sozusagen die finale Aufwärtsbewegung. Das ist immer sehr schön zu sehen, wenn man vorher einen ausgeprägten Trend nach oben wie auch nach unten hat. Und dann kommt es zu so einer sehr dynamischen Bewegung. Das ist dann dieses Finale, wo dann oftmals dann eben das letzte Aufbäumen ist und danach geht es dann in die andere Richtung. Von der Technik her haben wir die Übertreibung schon drin gehabt ab dem März, also wie gesagt, ab dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Da hat der Kurs diesen mittelfristigen Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen. Da gab es sogar dann nochmal diese Pullback-Reaktion als Bestätigung des Ausbruchs. Dann ging es wirklich weiter nach oben. Und jetzt wird es eben spannend. Der Kurs ist dann wieder an diesen Trendkanal herangelaufen und mit dem Wiedereintritt in diesen Trendkanal liegt das Kursziel am unteren Ende, beziehungsweise wenn es hier wirklich so einen starken Ausbruch nach oben gab, dann ist sogar davon auszugehen, dass dieser Aufwärtstrend sogar nach unten verletzt wird. Und ja, bislang läuft eben der Kurs im Rahmen dessen, was eben diese Technik hervorgibt. Wie gesagt, an das untere Ende, das wäre so das nächste Kursziel. Da sind wir irgendwo in der Region um 22 bis 22,50, wo eben die Unterseite hier verläuft. Und wie gesagt, mit dieser sehr dynamischen Aufwärtsbewegung ist davon auszugehen, dass wir da auch drunter fallen könnten. Und dann läge das nächste Ziel an der horizontalen Unterstützung bei 19 Euro. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, momentan die Aktie im Abwärtsmodus, da ist auch noch nichts zu erkennen, wieso das Ganze schnell drehen sollte. Wenn wir die Wochenebene hier anschauen, da sind wir immer noch im etwas überhitzten Bereich. Das heißt, auch da würde das dafür sprechen, dass der Kurs dann noch ein ganzes Stück weiter zurückkommt. Soweit von meiner Seite. 3 Minuten habe ich jetzt überzogen. Ich hoffe, es sei mir verziehen bei den vielen Werten. Ich übergebe jetzt nochmal an den Markus und wünsche allen Zuschauern erfolgreiche Trades an der Börse und dass wir uns dann hoffentlich das nächste Mal wiedersehen. Danke, Stefan. Dann lass uns doch ganz kurz nochmal die Kameras anmachen. Ich sehe, der Ingmar hat auch schon angeschaltet für die letzten 2, 3 Minuten. Ja, vielen Dank für euren Input, auch die Analysen am Ende. Wilde Zeiten, raue Zeiten und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, muss natürlich auf der richtigen Seite unterwegs sein. Ein schöner Trading-Markt, ja. Also es ist nichts langweilig und im Prinzip Herztod-Situation, sondern es geht hoch und runter. Und wir haben es gesehen jetzt in der letzten Woche. Der DAX, die Indizes, die Aktien abgetaucht, aber Gegenreaktionen sind denkbar und eröffnet natürlich die Möglichkeit, hier wieder auf Long-Positionen. Vielen lieben Dank für euren Input, für eure Zeit. Freue mich auf das nächste Mal und lasst euch ganz kurz nochmal ein Schlusswort sagen, bevor ich dann die letzte Folie hier nochmal ganz kurz abmoderiere. Ja, auch von uns natürlich vielen Dank an euch alle, dass ihr so zahlreich dabei wart. Vielen Dank an dich, Markus, auch. Hat wieder viel Spaß gemacht. Die Stunde ging sehr schnell vorbei. Und du hast gerade schon gesagt, das sind wilde Zeiten. Man muss jetzt wirklich aufpassen und hoffen wir mal, dass sich die Märkte jetzt zumindest mal wieder ein bisschen beruhigen in den nächsten Tagen. Und dann können wir beim nächsten Webinar wieder mal einen Blick drauf werfen, wie die Trades gelaufen sind. Bis dahin, wir sagen, oder ich sage, wenn Stefan auch was sagen will, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, der Ingmar hat schon alles erwähnt, deswegen kann ich mich da nur anschließen und ich habe schon gesagt, viel Erfolg mit den Trades und ein bisschen vorsichtig sein. Es ist momentan sehr viel Schwankung drin. Das kann auch schnell Geld kosten. Das stimmt. Ja, wie gesagt, Dankeschön. Was ist nächste Woche? Wer ist nächste Woche bei uns zu Gast? 20.06. Kollegen von Feingold Research, Benjamin und Daniel. Und da geht es um das Thema, ja, Märkte am Montag ist ja überschrieben, Einzelwert im Fokus. Und dann werden wahrscheinlich auch der ein oder andere Wert ausgewählt sein. Bis dahin kann noch viel passieren. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und wünsche euch allen, euch beiden natürlich auch, noch ein bisschen Restsonne am heutigen Abend. Und die Woche soll ja wirklich gutes Wetter geben und wir haben einen Feiertag in der Woche, also gute Aussichten und ja, macht's gut, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.